Jetzt ist die Aufregung groß. Bibi hat ein Video gemacht und darum geht, dass einige der RMF-Charger nicht richtig funktionieren, die ich verkauft habe. Seit einigen Jahren verkaufe ich ja die Dinger, seit 10 Jahren forschen wir nur daran. Und ja, jetzt wurde da eine Version mal richtig durch die Mangel genommen und jetzt geht es um die Fehlersuche. Warum geht das Ding nicht so richtig? Wenn es noch mehr Leute geben sollte, bei denen die RMF-Charger nicht funktionieren, wo die Batterien am laufenden Band immer kaputter werden und noch nie irgendeine Batterie regeneriert hat, das Ding, dann lasst es mich bitte wissen. Also mir nutzt nichts, wenn ich andauernd nur Positivmeldungen kriege und mir praktisch der Arsch gepinselt wird. Wir wollen hier weiterkommen. Und da sind auch negative Infos durchaus an der richtigen Stelle dann angebracht. Und ja, mir wäre es lieb, wenn ihr euch melden würdet, falls bei euch der ein oder andere RMF-Charger nicht funktioniert hat. Aber jetzt erstmal nochmal hier zurück zu Libbys RMF-Charger. Ich sehe hier bei dir, Libby, liegt der RMF, liegt der Ringkern direkt auf dem Blech auf, auf dem Alublech. Das sollte, wenn möglich, nicht passieren, weil Alu wirkt auch ein bisschen induktiv und stört das Frequenzverhalten. Na, also den auf alle Fälle nicht direkt, so wie hier jetzt, aufs Blech drauflegen, sondern mindestens 5 mm Abstand zum Blech lassen. Na, das ist ganz wichtig, die RMF-Charger, die ich als fertiges Gerät verkaufe, da baue ich das auch so. Und ich habe gedacht, bei den anderen, die wissen das, aber anscheinend nicht. Das könnte der eine Grund sein. Was ich hier noch sehe, ist, dass hier 2 Transistoren drauf sind. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Schaltung irgendwann mal kaputt gegangen ist. Hier, das sieht mir aus wie der TIP 142, die ich original dazu ausgeliefert habe. Und das ist ein 3055er oder sowas ähnliches, wenn ich mich nicht irre. Da hätte ich gerne mal noch ein bisschen Klarheit, Libby, welchen Transistor du hier verwendet hast. Also die mit dem TIP 142, dafür kann ich die Hand ins Feuer legen. Die funktionieren in Verbindung mit diesem Ringkern bei mir einwandfrei. Keine Ahnung, ob ich hier andere Energien um mich rum habe. Ich weiß es nicht. Wäre natürlich blöd, wenn das nur bei mir funktioniert. Aber mit so einem Ringkern und 500 mA am Eingang habe ich zum Beispiel so einen 2000 mAh Nickel-Metall-Hydrid-Akku auf 3200 mAh gebracht. Ja, das sind die Ergebnisse, die ich hier habe. Ich teste halt nicht mit Autobatterien, so wie es Libby und Falco machen. Die gehen mit Ultra-Ampere an große Autobatterien ran. Ich messe vorwiegend bei denen hier die Kapazität und richte mich danach. Dementsprechend muss ich sagen, habe ich mit den riesengroßen Ampere auch keine richtigen Erfahrungen. Deshalb bin ich da echt auf Ultra-Ampere Falco angewiesen und bin sehr dankbar über deine Arbeit. Hier ist zum Beispiel ein aktuelles, was ich vielleicht demnächst verkaufen werde. Mal sehen, da ist auch so ein Ringkern eingebaut, ein TIP 142 und mehrere Vorwiderstände mit LED auch. Und mit dem Gerät habe ich den Akku auf 3200 mAh gebracht. Das ist genau dasselbe Ferrit. Und ob jetzt der Transistor der gleiche ist, ist wirklich wichtig, weil mit dem 3055er geht es in der Anordnung nicht so gut. Und was dann auch noch ganz wichtig ist, dass nicht mehr als bei diesen Ferriten mit mehr als 2 bis 3 Volt über Ladeschlussspannung vom Akku gefahren wird. Das heißt, wenn der Akku eine Ladeschlussspannung von 15 Volt hat, dann maximal mit 17 oder 18 Volt. Da könnten 18,5 oder 19 Volt. 19 Volt sind definitiv zu viel. Mit 18,5 Volt habe ich noch nie so richtige Kapazitätsmessungen mit Akkus gemacht. Da habe ich einfach immer nur gesehen, Akku wird voll, Akku kann ich benutzen, fertig. Und aber so bis 17, 18 Volt, da kann ich die Hand dafür ins Feuer legen, dass da nichts passiert. Das werden wir aber demnächst rausbekommen. Das ist das Gute. Libby hat aufgerufen zur Re-EMF-Challenge. Das heißt, ihm werden Re-EMF-Charger hingeschickt und er testet, welche die beste Konfiguration ist. Auf diesen Ferritring hier bin ich zum Beispiel so gekommen. Ich habe Kumpels, die sind im Bauerngeschäft tätig und die haben da riesengroße Akkus, so bis 1000 Amperestunden. Und denen habe ich damals einen, das sogenannte Tiger-Ladegerät zusammengebaut. Und ich hatte damals nichts anderes da, sondern habe so einen länglichen genommen, der so ein bisschen länglicher war. Also kein so breiter, sondern eher so eine längliche Version, noch ein bisschen größer. Hier drin ist noch ein bisschen größer und auch so noch ein bisschen länger. Mit neuen Windungen oder sowas habe ich da drauf gekriegt und bin mit einem 18,5 Volt Netzteil gefahren.
Transistor weiß ich jetzt leider nicht mehr genau, das wäre noch interessant gewesen, aber jedenfalls hat die ReMF-Charger-Version aus einem 3,5 Ampere Netzteil bis zu 7 Ampere rausgebracht. Die zwei Brüder waren überglücklich gewesen, ne? Wie gesagt, bis zu 1000 Ampere Stunden Akkus hat das Ding regeneriert und auch richtig schön vollgeladen, sodass sie nicht kaputt gegangen sind. Das Ding hat 2 oder 3 Jahre funktioniert, dann ist leider das Netzteil kaputt gegangen. Das Netzteil, das hat dann wirklich auch die 7 Ampere gezogen, obwohl es nur 3,5 eigentlich liefern konnte. Also aus dem Nichts kommen die Ampere nicht. Und das hat es dann nach 3 Jahren dann irgendwann mal nicht überlebt. Das war schade. Das war der beste, den ich bisher hatte, wo ich die besten Rückmeldungen bekommen habe. Und dementsprechend habe ich mir dann auch die Ferrite rausgesucht, die ich für die Serienproduktion nehmen wollte. Und irgendwann gab es dann mal so ein Sonderangebot auf eBay, wo die Dinger hier angeboten wurden. Und sie haben funktioniert. Ja, also die haben 3 bis 3,4 Ampere wunderbar so funktioniert, so ähnlich wie dieser andere lange Ferrit. Und da habe ich mir gesagt, den kannst du jetzt nehmen für die Produktion. Im Original-Bauanleitungsvideo von dieser Schaltung habe ich einen größeren Ferrit genommen. Ja, und da habe ich auch unten drunter geschrieben, so 3 bis 4 Volt über Ladeschlussspannung kann man gehen. Und die Charger als Bausätze und als fertige Platinenmodule, wo ich diesen Ferrit genommen habe, habe ich auch dazu geschrieben im Infoteil, dass nur 2 bis 3 Volt maximal über Ladeschlussspannung vom Akku gegangen werden soll. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr da Negativergebnisse habt, lasst es mich bitte wissen. Schreibt es unter die Comments hier unten drunter. Schickt sie mir zurück, dann werden wir auf die Fehlersuche gehen und werden es beheben. So viel muss sein. So, jetzt nochmal zum Test, Libby, den du machen möchtest. Ich habe folgenden Vorschlag, um richtig hundertprozentig sicher zu sein, welche ReMF-Charger am besten funktioniert, würde ich vorschlagen, wir machen mal einen Spendenaufruf für Leute, die daran interessiert sind, mitzumachen. Meinetwegen, wir brauchen ein und dieselbe Batterie auf alle Fälle. Ne? Jetzt meinetwegen, die hier, kann auch irgendeine andere sein, scheißegal. Hauptsache, sie ist neu und wir können so halbwegs sicher sein, dass sie genauso sind wie alle anderen. Das bringt jetzt nichts mit verschiedenen kaputten Akkus rumzuhantieren. Oder mit ein und denselben und den nach und nach an verschiedenen ReMF-Chargern zu testen. Das bringt nichts. Da kann der eine ReMF-Charger die Batterie kaputt machen und der nächste kann dann gar nichts mehr machen. Ne? Also von daher, wir brauchen unterschiedliche Akkus. Die würde ich auf 10,5 Volt entladen, nachdem wir sie bekommen haben. Dann einmal mit dem ReMF-Charger laden, an den Input vom ReMF-Charger in Wattmeter, damit wir praktisch beobachten können, wie viele Wattstunden reingehen und da die Wattstunden begrenzen. Ne? Meinetwegen sagen, bei so einer 44 Ampere Stunden Batterie, was weiß ich, so maximal, dass man es doppelt reinhauen darf, so ungefähr. Dass wir da jedenfalls eine Begrenzung haben, dass wir keine zeitliche Begrenzung machen, sondern eine Wattstundenbegrenzung, wie viele Wattstunden wir praktisch vom Ladegerät in den Akku reinschicken. So, und wenn das alles fertig ist, können wir die alle entladen. Ja? Man kann sie natürlich vorher auch mit diesem Batterie-Kurztester machen, kann man aus Juxendalerei machen, aber ich würde trotzdem vorschlagen, die wirklich dann wieder zu entladen bis 10,5 Volt und dann gucken, wie viele Amperestunden drin sind. Das sind meiner Meinung nach die genauesten Möglichkeiten, wie wir ReMF-Charger vergleichen könnten. Ja, und vielleicht können wir es so machen, dass die einen Leute den Akku spenden, ne, und dann tun wir ein paar Losverfahren, dann zuteilen, welcher ReMF-Charger von wem an welchen Akku dann praktisch rankommt. Und der eine hat halt Pech, bei dem einen ist es halt besser, der Akku, den er dann zurückbekommt, bei dem anderen schlechter. Da könnt ihr mal mich wissen lassen, was ihr davon haltet, aber das wird jetzt wirklich mal Zeit, die beste Version hier davon rauszufinden. Damit wir auch wirklich dann für alle die Hand ins Feuer legen können. Und ich verstehe es natürlich, ne? Wenn ich hier ReMF-Charger verkaufe und die Batterien werden immer schlechter, das bringt ja die ganze Bastel-Community in Verruf. Das können wir wirklich nicht so stehen lassen, Libby. Ich verstehe dich da voll und ganz und Falco auch. Und dann gehen wir den Weg jetzt am besten, würde ich vorschlagen. Damit wir da hundertprozentig Sicherheit haben. So, das war's jetzt eigentlich erstmal. Von daher wünsche ich euch was und bis später.